Auf Antrag der SPD ist ab Januar 2008 Tempo 130 auf allen deutschen Straßen Pflicht. Das neue Verkehrsschild markiert die Tempo 130-Zone. Besonders in Acht nehmen sollten sich Haustiere, Kinder und Hausfrauen. Langsames Fahren ist langweilig und deswegen gefährlich. Auch in unübersichtlichen Situationen sollten Sie die Geschwindigkeit beibehalten. Ermuntern Sie andere Verkehrsteilnehmer, immer Tempo 130 zu fahren. Tempo-Unterschreiter müssen mit Führerscheinentzug rechnen. Haben Sie keine Angst vor Tempo 130. Einfache Tricks helfen beim Schnellfahren. Kampfsportübungen vor Fahrtantritt erhöhen den Adrenalinspiegel. In den ersten Wochen von Tempo 130 ist mit kleineren Abstimmungsschwierigkeiten zu rechnen. Doch mit Gelassenheit und Rücksicht profitieren alle Verkehrsteilnehmer von Tempo 130.